Florian Silbereisen, bittere Befürchtung. Keine feste Shows mehr? Jahrelang sorgte Florian Silbereisen für absolute Traumquoten beim ARD mit seinen feste Shows. In letzter Zeit bekam er jedoch harte Konkurrenz von seinen Schlagerkolleginnen und Kollegen. Jene dominieren auch das Fernsehprogramm im Frühling. Bleibt der Bayer da auf der Strecke? Florian Silbereisen. Er hat harte Konkurrenz, bei ihm wollen alle einmal zu Gast gewesen sein. Florian Silbereisen präsentiert seit Jahren seine feste Shows im ARD und lockt damit ein Millionenpublikum vor den heimischen Fernsehbildschirm. Die Vertreterinnen und Vertreter des Schlagers reißen sich stets darauf, wer bei dem Showmaster auf der Bühne stehen darf. Doch mittlerweile muss er das Feld mit anderen Künstlern der Branche teilen, denn nicht nur Giovanni Zarella ist mittlerweile erfolgreicher Moderator seiner eigenen Show, sondern auch Beatrice Egli rief ihr eigenes Format ins Leben. Der große Kampf um die beste Einschaltquote ist also im vollen Gange. Während Giovanni im ZDF jedenfalls in Bezug auf den Sender keine Konkurrenz für Florian darstellt, ist das mit der hübschen Schweizerin schon anders. Ihre Beatrice Egli Show wurde jetzt nämlich befördert und darf im April im ersten Stadt im MDR gesendet werden. Die ehemalige DSDS-Gewinnerin kann ihr Glück immer noch nicht fassen, wie sie auf Instagram anklingen ließ. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Mein Team hat mich in der ersten Redaktionssitzung des Jahres mit dieser Nachricht kalt erwischt. Das ist einfach ein Hammer und macht mich gleichzeitig glücklich und stolz. Wir haben über die Zeit so einen tollen Teamspirit aufgebaut. Und jetzt ist es einfach nur schön, dass wir alle zusammen diese Bestätigung für unsere Show erhalten, die unserem Publikum augenscheinlich auch ganz gut gefällt. Bei so starker Konkurrenz wird die Luft langsam für Silbereisen dünn. Vor allem die Tatsache, dass er im Gegensatz zu seinen Konkurrenten keine feste Show im Frühjahr moderiert, gibt zu denken. Florian Silbereisen. Keine feste Show im Frühling geplant. In nur wenigen Tagen wird Giovanni Zarella am 25. Februar die nächste Ausgabe seiner Giovanni Zarella Show im ZDF präsentieren. Stars wie beispielsweise Roland Kaiser, Beatrice Egli und Luca Henny sind für das TV-Spektakel angekündigt. Am 15. April folgt dann die neue Folge der Beatrice Egli Show, erstmals auf dem ersten. Angesichts Beatrice derzeitiger harter Arbeit an neuer Musik ist davon auszugehen, dass sich die Fans an jenem Abend auf einen Vorgeschmack aufs neue Album freuen können. Wo bleibt bei diesen Schlager-TV-Highlights aber Showmaster Florian Silbereisen? Die bittere Wahrheit? Derzeit ist keine traditionelle feste Show des 41-Jährigen bis einschließlich April geplant. Wann es wieder weitergeht und vor allem mit welcher Show, bleibt nur abzuwarten. Die nächste Ausgabe der Giovanni Zarella Show wird live am 25. Februar 2023 ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe der Beatrice Egli Show wird am 15. April 2023 ab 20.15 Uhr auf dem ersten ausgestrahlt. Zweite Stefan Maross. Verdächtige Stille. Wie sehr leidet er wirklich unter der Trennung? Im November 2022 musste Stefan Maross das Eheaus mit Anna-Karina Wojcik verkraften. Während seine Ex seitdem regelmäßig neue Aufnahmen mit ihrem neuen Freund auf Social Media teilt, ist es um den Moderator ziemlich still geworden. Stefan Maross. Er hat sich zurückgezogen. Im Juni 2020 versprachen sich Stefan Maross, 47, und Anna-Karina Wojcik, 30, den Rest ihres Lebens miteinander zu teilen. Leider war das Glück aber nicht auf ihrer Seite. Im Sommer 2022 kamen erstmals Krisengerüchte auf. Dann im November endlich Klarheit. Ja, die beiden Schlagerstars haben sich bedauerlicherweise getrennt. Zu viele Herausforderungen standen ihnen im Wege. Seit der Trennung haben sich die Leben von Stefan und Anna-Karina sehr unterschiedlich entwickelt. Die Blondine verlor kurz nach dem Liebesaus ihr Herz an einen neuen Mann.
Mit ihrem Daniel ist sie unzertrennlich und sie spricht bereits von ihm als der eine. Kürzlich machten die Turteltauben einen Traumurlaub in der Karibik und dokumentierten ihr Liebesabenteuer mit Schnappschüssen auf Instagram. Von wem man dagegen kaum etwas hört, ist Anna Karinas Ex Stefan Moroff. Um ihn wurde es nach der Trennung still. Leidet der, immer wieder sonntags, Moderator vielleicht noch unter dem Ehe aus? Unklar, ganz alleine ist aber nun auch er nicht mehr, denn eine neue Dame zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Stefan Moroff. Eine kleine Fellnase bringt ihn zum Lächeln, ja? Stefan Moroff hat eine neue Dame in seinem Leben, Hundedame Luna. Nachdem seine Ex Anna Karina Wojcik ihre gemeinsame Hündin Lotti bei ihrem Auszug mitgenommen hat, beschloss der 47-Jährige, dass er wieder einen Vierbeiner in seinem Leben haben möchte. Gegenüber der Bild verriet der Schlagerstar einige Details über seinen neuen Liebling. Ich habe die kleine Luna genannt, was für den Mond steht, weil ihr Fell eine so helle Farbe wie der Mond hat. Ich habe sie sofort in mein Herz geschlossen. Wir gehen zusammen Gassi, kuscheln zusammen. So lässt es sich auch sicher leichter über den Trennungsschmerz hinwegkommen.